Dann spritze ich das einfach da rein. Dann muss ich das da oben drücken. Und dann war es das auch schon. Fertig. Ein kleiner Pieks und man nimmt ab. Das versprechen dem zumindest zahlreiche TikTokerInnen, die Diabetes-Medikamente zum Abnehmen brauchen. Es geht ja so durchschnittlich immer ein Kilo in der Woche runter. Der neue Abnehmtrend ist aber umstritten. Die einen finden die Spritze eine super Methode zum Gewicht zu verlieren und die anderen kritisieren, dass Leute, die so abnehmen, faul sagen und sich so das Abnetz einfach machen. Das ist keine magische Spritze und puff, ich bin jetzt 10 Kilo leichter. Ich musste mich dann regelmässig übergeben. Ich frage mich, ist die Spritze ein Segen für Menschen, die unter ihrem Gewicht leiden, oder beführt die Therapie einen gefährlichen Abnehmtrend auf Social Media? Aber von vorne. Ich bekomme in letzter Zeit in meinem privaten Umfeld, aber auch auf Social Media immer wieder mit über, wie Leute mit einer Spritze abnehmen wollen. Und das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Nicht, dass mehrgewichtige Personen abnehmen und darum auch auf Medikamente zurückgreifen, sondern der Hype drumherum auf Social Media. Weil mich erinnert das einfach mega fest daran, wo ich noch ein Teenie war und nachher hat es die ganzen Abnehmtrends gegeben. Man hat sich auf Foren gegenseitig irgendwelche shady Tipps gegeben, wie man schneller und besser abnehmen kann. Und die ganzen Detox-Sachen, die nachher gekommen sind. Vielleicht könnt ihr euch an das ja noch erinnern. Eine, die es mir in meinen Feed gespielt hat, ist Jenny. Sie dokumentiert in ihren Videos, wie viel sie mit dem Medikament pro Woche abnimmt. Heute ist Spritzenwoche Nummer 10. Ich bin diese Woche immer noch auf 9 Kilo. Und das ist aber auch wieder, weil ich Periode habe. Ich kontaktiere sie und ein paar Tage später ladet sie mich zu ihrer Heim ein. Sie wohnt mit ihrer Familie in der Nähe von Baden und arbeitet in ihrer Wohnung als Nageldesignerin. Jenny, hi. Anna, freut mich, hallo. Freut mich auch. Jenny hat ihr Leben lang mit dem Gewicht zu kämpfen gehabt. Sie hat alles ausprobiert zum Abnehmen, jenste Diäten gemacht. Weil sie psychisch so unter dem gelitten hat, hat sie von ihrem Arzt dann das Medikament Ozempic verschrieben bekommen. Der Wirkstoff reguliert den Blutzuckerspiegel und macht, dass man schneller satt wird. Die Konsequenz? Man nimmt ab. Hast du nur Respekt davor? Nee, weil die Nadel ist ja wirklich winzig. Also die ist wirklich sehr, sehr klein. Jenny muss sich das Medikament oder eben umgangssprachlich die Abnehmspritze einmal in der Woche immer am gleichen Tag setzen. Dann spritze ich das einfach da rein. Und dann muss ich das da oben drücken und ich halte es dann für 20 Sekunden. Und dann ist das eigentlich auch schon das gewesen. Tut's weh? Nein, also von der Nadel her, die ist ja so dünn und kurz. Und dann war es das auch schon. Nebenwirkungen von Medikamenten wie Übelkeit, Durchfall oder Erbrechen habe Jenny keine. Sie habe weniger Appetit und esse darum kleinere Portionen. Für ihre Community auf TikTok halten sie ihre Fortschritte fest. So, hallo, wir sind in Woche 12 angelangt mit der Abnehmspritze. Ich bin jetzt diese Woche immer noch bei 11 Kilo. Also ich wiege jetzt 83. Es geht ja so durchschnittlich immer ein Kilo in der Woche runter. Wobei ich sagen muss, es ist auch, also eben, wenn ich auch nur bei dem Gewicht mal stehen bleiben würde. Also das ist ja schon für mich eine totale Erleichterung. Ich möchte auf gar keinen Fall wieder 130 Kilo werden. Und so mache ich das. Ich halte euch auf dem Laufenden. Zum Teil hat sie Zehntausende von Aufrufen auf ihren Videos. Sie bekommt einen Haufen Fragen aus der Community, nach den Nebenwirkungen, nach dem Wirkstoff. Alles Sachen, die man eigentlich eine Fachperson fragen sollte. Und es schwappt ihr viel Kritik entgegen. Da gibt es jetzt zum Beispiel, da sagt jemand, ja ätzend, ich verstehe nicht, wie man sich freiwillig Chemie in den Körper spritzt. Absolut fahrlässig, sowas zum Abnehmen zu promoten, echt krank. Hast du das Gefühl, dass du vielleicht für die Leute, die jetzt keinen medizinischen Grund haben zum Abnehmen, so ein bisschen den Abnehmtrend reinspielst? Finde ich nicht, weil das Medikament ist und bleibt verschreibungspflichtig. Mhm. Und da habe ich ja nicht die Verantwortung für. Ich meine, ich kann denen ja nicht das Zeug liefern. Ich habe ja damit nichts zu tun. Ich habe keinen Nutzen davon. Mhm. Ich wäre einfach selber persönlich wirklich so froh gewesen, hätte ich jetzt sowas gesehen und hätte dann auch zum Arzt gehen können und fragen können, so, hey, ich habe da was gehört,
darf ich das vielleicht auch ausprobieren? Und wenn jetzt da so ein junges Mädel kommt und findet, sie muss jetzt unbedingt 2 Kilo abnehmen, da wird ihr das der Arzt ja sowieso nicht verschreiben. Also das, sie können es halt immer noch sonst irgendwie beschaffen halt. Ja, also da wurde ich auch schon gefragt, ob ich irgendwie das Zeug denen schicken könnte und was weiß ich. Ah, und ja, ja. Ein Vorwurf, der immer wieder kommt, ist, dass Jenny faul sei, undiszipliniert und einfach zu viel esse. Ein gängiges Vorurteil gegenüber Hochgewichtigen. Adipositas kann aber auch noch ganz andere Gründe haben wie zu wenig Bewegung. Zum Beispiel erbliche Einflüsse, psychische Faktoren, Medikamente oder Stoffwechselerkrankungen. Das schreibt die Uni Zürich auf ihrer Webseite. Für Jenny ist die Aussage, sie sei doch einfach zu faul zum Abnehmen, ein Schlag ins Gesicht. Also ist es denn von mir zu erwarten, dass ich jetzt mein Leben lang hungern muss und mein Leben lang irgendwie 4-5 Mal die Woche ins Fitnessstudio rennen muss, damit ich normal aussehe? Mhm. Ist das das Normale? Also wenn man jetzt einen schlanken Menschen fragt, was macht der denn für seine Figur und für seine Gesundheit, dann wird er sagen, ja, ich habe mal angefangen mit Fitness, ich gehe da ab und zu mal, ja, jetzt war ich schon wieder ein halbes Jahr nicht. Und wenn du ihn fragst, was isst du eigentlich den ganzen Tag, dann wird dir auch 90% von den Schlanken sagen, ja, ich esse eigentlich, was ich will, ist mir eigentlich egal, ich achte da überhaupt nicht drauf. Das kennst du nicht. Das kenne ich nicht, habe ich noch nie gekannt. Also ich habe noch nie in meinem Leben so leben können, wie ich jetzt gerade bin. Das ist wirklich also ein Unterschied, also eine Befreiung wirklich. Das kann man gar nicht beschreiben. Mhm. Das habe ich noch nie gekannt, dass ich essen konnte, was ich will. Mhm. Körperlich geht es Jenny gut. Aber die Angst davor, immer weiter zuzunehmen, ist für sie sehr belastend. Sie zahlt die Kosten für die Spritze. Das sind 140 Franken pro Monat, übrigens selber. Ich kann nachvollziehen, wieso Jenny sagt, dass die Spritze sie so befreit, weil durch das Gespräch mit ihr und auch durch Gespräche in der Vergangenheit, wo ich mit Leuten hatte, die abnehmen wollen, erfahre ich immer wieder, wie heavy dass der Druck in unserer Gesellschaft ist, um in eine Norm hineinpassen und auch um möglichst schlank zu sein. Und dass der Trend durch Online-Inhalte noch verstärkt werden kann. Und darum sehe ich es eben genau doch kritisch, dass Jenny ihre Abnehm-Journey auf TikTok teilt, weil ich das Gefühl habe, genau so zahlt man doch wieder auf das Konto von Abnehm-Trends ein. Ursprünglich ist das Medikament für DiabetikerInnen entwickelt worden. Unterdessen wird es auch verschrieben zum Abnehmen. Die Krankenkasse zahlt, wenn die PatientInnen einen hohen BMI haben und schon eine Ernährungsberatung und Diäten stattgefunden haben. Und es wird erwartet, dass die Betroffenen sich körperlich betätigen. Wer es nimmt, muss sich auch darauf einstellen, das Medikament jahrelang oder sogar das Leben lang zu nehmen. Weil, wenn man das Medikament absetzt, verpufft auch die Wirkung wieder und das Gewicht kann zurückkommen. Die Spritze trendet. Die Viewszahlen auf TikTok sind zum Teil richtig crazy. Der Hashtag Ozempic Weight Loss hat zum Beispiel knapp 245 Millionen Aufrufe. Nicht nur Privatpersonen teilen da aber ihre Erfahrungen. Es gibt auch einen Haufen Berichte darüber, wie Promis angeblich mit der Spritze abgenommen haben. Zum Beispiel Mindy Kaling, Khloe und Kim Kardashian oder Elon Musk. Of course, I have no idea how they actually lost the weight aside from what they decided to share with the world. Er hat auf Twitter gesagt, er habe so ein Medikament genommen und der Rest sind unbestätigte Gerüchte, was wiederum unzählige Posts und Artikel zu dem Thema generiert. In letzter Zeit häufen sich auch Berichte darüber, dass Dünnsi wieder in sei und Heroin Chic, also das abgemagerte Schönheitsideal aus den 90ern, ein Comeback feiert. Ich finde das sehr bedenklich. Körperformen sollten meiner Meinung nach keine Trends sein. Jemand, der halb kritisch verfolgt, ist Elena. Sie heisst eigentlich anders, aber sie möchte nicht, dass ich ihren richtigen Namen nenne, weil sie beim Arbeiten nicht erkannt werden. Sie hat auch Erfahrungen gemacht mit den Spritzen, und zwar sehr negative. Elena ist 28. Ich treffe sie im Kanton Aargau. Wir haben zum Spazieren abgemacht. Auch Elena ist auf TikTok und sieht dort, wie die Spritze als ganz einfaches Mittel zum Abnehmen abgerissen wird. Natürlich gibt es auch so ein bisschen ein gesundes Mass an Selbstverantwortung in dieser ganzen Geschichte. Weil jeder, der auf dem Internet ist, sollte doch wissen, dass man alles so ein bisschen reflektieren sollte, was einem denn da jetzt so präsentiert wird auf so Plattformen. Natürlich gibt es die ehrlich posten.
Und nachher gibt es aber auch Leute, die sagen, hey, schaut mal, ich habe so einfach mit dem abgenommen. Ich habe mir einfach die Spritze genommen und ich habe einfach keinen Appetit mehr gehabt. Habe ich alles auch schon gesehen. Das finde ich dann wirklich problematisch. Weil das eine Realität, eine falsche Realität darstellt oder den Leuten ein falsches Bild darüber vermittelt, was es denn genau ist und wie es denn ganz genau ist. Weil es ist kein Zuckerschlecken. Elena hat starke Begleiterscheinungen von der Spritze gehabt, aber weil sie auch mental unter ihrem Gewicht gelitten hat, hat sie die Nebenwirkungen in Kauf genommen. Ich musste mich dann regelmäßig übergeben und habe dann schon am zweiten Tag gemerkt, so, hui, das wird kein Spass, das ist nicht lustig, das ist keine magische Spritze und puff, ich bin jetzt 10 Kilo leichter. Und habe dann auch angefangen, wirklich täglich Tagebuch zu führen, wie es mir geht, wie viel ich jedes Mal, wenn ich die Spritze eingenommen habe, habe ich mich gewogen, habe ich mein Empfinden aufgeschrieben. Die ersten 6 Wochen, wo sie das Medikament genommen hat, hat Elena praktisch jeden Tag erbrechen und hat unter Verstopfungen gelitten. Und trotzdem sei das kleinere Übel gewesen als dick sein in unserer Gesellschaft. Das muss ich auch zuerst mal sacken. Aber wenn du sagst, dass du dich jeden Tag übergeben musst, hat das dann auch etwas von einer Essstörung? Ja, das hat absolut etwas von einer Essstörung, weil wenn es dann wie weniger wird, fängst du dich an zu fragen, wirkt das denn jetzt überhaupt noch wie es sollte? Und ja, es ist eigentlich mega schlimm, wenn ich es jetzt so erzähle, aber man ist dann fast schon enttäuscht, dass man sich nicht mehr so oft übergibt wie auch schon. Und man verliert so ein bisschen den eigentlichen Sinn des Medikaments, der ja einfach so ein bisschen die Appetitunterdrückung ist, beziehungsweise so das künstlich gemachte Völlegefühl im Magen. Den Druck abzunehmen, kennt Elena schon seit klein auf. Wegen Kommentaren zu ihrem Gewicht und zu ihrem Aussehen, wo sie nicht kalt gelassen haben. Es ist immer so mit einem Lächeln, so, ja, ich meine es nicht böse. Oder, weißt du, es ist ja für deine eigene Gesundheit. Und ich meine, das hat im Teenage-Alter angefangen. Mit leichtem Mobbing, so ein bisschen Speckröllchen und keine Ahnung was. Natürlich auch von der Familie. Man wird von Anfang an extrem verglichen immer mit allen. So, schau mal, deine Cousine oder die und die, schau, wie sie sich anlegen kann und du nicht. Oder irgendwann hast du es einfach selber internalisiert und siehst dich auch gar nicht anders. Obwohl das Medikament beim ersten Mal so schlimme Nebenwirkungen hatte, nimmt sie es jetzt, ein Jahr später, wieder. Im Gegensatz zu der Elena macht Jenny eigentlich nur positive Erfahrungen mit der Spritze. Aber das Abnehmen ist auch für sie ein Dauerthema, wo sie auch mit ihren Kundinnen darüber redet. Hi. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Auch, danke. Schön. Hallo. Oh. Hast du zugenommen? Ein kleines Büsi. Hast du etwas zugenommen? Der kriegt immer mehr Fell. Ihre Kundin arbeitet auch als Kosmetikerin und hat Kundinnen, die mit der Spritze abnehmen. Was auffallend ist, ist halt einfach, das Wort nicht mehr muss verzichten. Also das ist genau das, was ich eigentlich schon immer mein Leben lang wollte, dass ich einfach normal leben kann und essen kann, was ich will, einfach in einer normalen Menge, oder? Es hat auch Zeiten gegeben, wo sich Jenny tagtäglich im Fitnessstudio abgekämpft hat, zum schlanker werden. Da habe ich immer geguckt, dass ich wirklich eine Stunde lang auf diesem Scheiß Stepper da oder was das ist. Eine Stunde lang habe ich mich da abgequält bei Puls 140, habe fast nichts mehr gegessen, bin wirklich in die Magersucht schon fast reingerutscht. Und es war wirklich auch wie so eine Sportsucht, aber nur aus dem Grund, weil ich nachher ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich mal einen Tag nicht gegangen bin. Gebracht hat es langfristig nicht viel. Das Gewicht ist dann gleich wieder zurückgekommen. Sie war letztes Jahr sogar so verzweifelt, dass sie sich überlegt hat, einen Magenballon einsetzen zu lassen. Die Spritze ist viel weniger invasiv und darum ist sie bereit, das Medi jahrelang zu nehmen, wenn sie muss, auch das Leben lang. Ob sie es immer so gut vertragen wird wie jetzt, ist aber nicht sicher. Es gibt nämlich noch keine Studie, die die Wirkung von Medi auf adipöse Menschen länger als 2 Jahre untersucht. Bist du zufrieden mit den Nägeln? Ja. Eine kurze Pause, bis die nächste Kundin kommt. Jenny macht uns ein Zvieri. Tsch,
jetzt natürlich cool, da redet man von Abnehmen und dann mache ich da so Fettsüßigkeiten. Ja, aber Süßigkeiten gehören ja auch zum Leben dazu. Ja, voll. Das ist so. Hast du eigentlich irgendwie mal Probleme gehabt mit dem Gewicht? Nein. Also ich habe nie... Das ist auch so die glückliche... Ja, bis jetzt schon. Ups, da hat sie mich jetzt natürlich ein bisschen verwünscht. Ich bin privilegiert und bin immer schlank gewesen. Der Druck, den Jenny als mehrgewichtige Frau in unserer Gesellschaft erlebt, den kenne ich nicht. Während unserem Gespräch läutet ihr der Arzt an, das Medi werde knapp, es gäbe Lieferengpässe. Für Jenny der absolute Horror. Aber sie hat Glück, der Vorrat langt noch für sie. Eben ja wegen diesen Lieferschwierigkeiten, da kriege ich ja auch immer was zu hören bei TikTok, dass ich ja da den Diabetikern halt eben ihr Medikament wegnehme. Aber eben, es ist ja, ich bin da nicht der Meinung, ich finde, ich habe da genauso Anspruch darauf. Ich will genau da bleiben, wo ich bin. Ich will genau so weitermachen. Ich will kein anderes Medikament, ich will keine Experimente. Ich möchte auch keine Nebenwirkungen. Der Run aufs Medikament scheint gross zu sein. Ich frage beim Hersteller nach und der bestätigt mir, dass es im Herbst 2022 und Anfang 2023 wegen der hohen Nachfrage Lieferengpässe gegeben habe. Novo Nordisk bittet mich übrigens auch, um nicht oder nur sehr zurückhaltend über das Medikament zu berichten, damit es nicht wieder zu einer Knappheit kommt und dass der Bestand für Diabetiker innen sichergestellt ist. Ich finde aber wichtig, darüber zu berichten, gerade weil auch so viel Halbwissen auf Social Media kursiert zu dieser Spritze und weil man auch offen über die Negativfolgen aufklären sollte. Weil wir da alles am Zügeln sind. Soll ich meine Schuhe hier anstellen? Oder? Ja, gerne im Fall. Wenn du willst, kann ich dir auch ein paar Finken geben. Nein, das ist lieb. Ist okay. Nach ihren schlechten Erfahrungen wird Elena das Medikament nochmal probieren. Sie hat mit ihrer Ärztin abgemacht, dass sie die Dosis auf zweimal pro Woche aufteilt, weil sie beim letzten Mal die volle Ladung auf einmal nicht gut vertreibt hat. Fertig. So. Was hast du denn jetzt noch für Nebenwirkungen? Viel, viel weniger Appetit. Also ich bin dir ehrlich jetzt, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Was? Ja. Ja, aber komm, das ist doch auch nicht gesund. Aber ich spüre es einfach nicht. Also ich habe vergessen, dass ich Hunger habe. Aber merkst du nicht, wie es dir in die Schwindelung wird? Oder nein, gar nicht. Nein. Okay. Also, mal etwas habe ich habe am Mittag schnell so ein Mini-Pick gegessen und das hat mir für heute gelangen für den Moment. Ein Mini-Pick am Tag klingt für mich nicht nach einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Und ich frage darum beim Experten nach, Philipp Gerber, der klinische Leiter der Endokrinologie am Adipositas-Zentrum in Zürich, sagt mir, dass es bei korrekter Dosierung und der ärztlicher Aufsicht nicht zu Nährstoffmangel kommen sollte. Elena erzählt mir, dass sie ein schwieriges Verhältnis zum Essen hat. Sie sei ein «emotional eater», also jemand, der aus der Gefühlslage heraus isst. Ich denke mir jetzt nicht mehr so, wow, so ein scheiß Tag war heute beim Arbeiten. Heute gönne ich mir so richtig. Wegen Medikament ist ihr Verhältnis zum Essen momentan zwungenermassen on hold. Eben weil sie gar nicht so viel mag essen. Früher war das anders. Elena hat viel und schnell gegessen. Sogenanntes Binge-Eating, Essattacken. Weil zum Teil habe ich dann auch insgeheim gegessen, wenn ich alleine zu Hause war oder keine Ahnung was. Ach, hast du mich einfach verheimlicht? Ah, ja. Ja? Ja. Wieso? Also deinem Freund gegenüber? Ja. Weil man sich auch denkt, so, wow, jetzt bin ich schon wieder am Scheitern. Und man will wie gar nicht darüber reden. Oder... Wie soll ich sagen? Es ist mega schwer zu beschreiben. Und natürlich spürt man irgendwo auch Scham. Und man will auch weder Blick noch Kommentar noch irgendetwas in diesem Moment, sondern man will es einfach nur gegessen haben. Und das, wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich mir auch so. Komische Zeit. Wirklich komisch. Weil sie schon vieles probiert hat, hat Elena dann die Spritze von ihrer Ärztin verschrieben bekommen. Im Gegensatz zu der Jenny übernimmt ihre Krankenkassenkosten. Es gibt in ihrem Umfeld aber auch Personen, die probieren, illegal an das Medikament zu kommen. Auch über sie. Sie bekommt von Kolleginnen Nachrichten wie die hier. Hallo Spatz, ich hoffe, es geht dir gut. Lass mal schnell, hast du ein Set daheim, das ich holen könnte? Heute oder morgen, wenn du eins daheim hast, komm ich schnell holen. Es wird sehr wahrscheinlich spät. Du könntest mir es aber auch ins Milchkästchen tun. Dann hätte ich es eben.
Aber ich tue das vorher natürlich finden. Gib mir Bescheid. Tschüss. Es ist aber auch nicht, wie soll ich sagen, nicht unbekannt, dass Leute das so beziehen, wo sie nicht können über Krankenkassen beziehen. Hast es du mal wieder verkauft? Nein. Die Kolleginnen, die dich anfragen, sind die dick oder sind die normgewichtig? Hauptsächlich normalgewichtig. Also wirklich normalgewichtig. So ein Speckrelli hier und da. Aber genau so Leute sind dann so, ja, nur 3-4 Kilo. Und dann setze ich es wieder ab. Ja, dann kommt es ja wieder. Ja. Ich finde es fast ein bisschen leichtfertig, Medikamente einzunehmen, die ja sonst rezeptpflichtig sind, ohne sich vorher gross damit befasst zu haben, wie man das dann überhaupt aufnimmt. Und dann ist man auch so, oh mein Gott. Macht dich das einfach ein bisschen hässig? Ich denke mir so ein bisschen, so, ja, schön für dich, bist du so privilegiert, mit dem können 3-4 Kilo abnehmen und dann ist wieder genug. Mhm. Und ich kämpfe mich da seit einem Jahr mit dem Zeug durch. Man weiss ja zum Teil noch nicht so genau, was die Langzeitfolgen sind. Mhm. Machst du dir eigentlich Sorgen wegen dem? Ich habe mir Sorgen gemacht, wo ich regelmäßig mich übergeben habe. Natürlich, weil das kann ja auch wirklich schädlich sein durch die Säure. Das greift dann ja zum Teil richtig die Speiseröhre und was weiß ich was an. Aber ich mir jetzt so selber wirklich Sorgen machen, nicht unbedingt, weil du hast die Folgen von der Spritze auf der einen Seite und du hast die Folgen vom Übergewicht auf der anderen Seite. Und dann ist dann auch wieder so, weil es ist jetzt das kleinere Übel. Nach dem Abschluss der Dreharbeiten schreibt mir Elena, dass sie ihre Meinung geändert hat. Sie nimmt das Medikament nicht mehr. Die unerforschten Langzeitfolgen sind für sie ein grosses Risiko. Sie möchte sich aktiv mit ihrem Essverhalten und ihrer Bewegung auseinandersetzen und so schaffen, abzunehmen. Ich habe mir am Anfang der Reportage die Frage gestellt, ob die Spritze inner Fluch oder inner Segen ist. Und ja, vielleicht geht es euch ähnlich. Für mich ist es so ein bisschen beides. Ich habe das Gefühl, wenn man sich bewusst ist, was es nicht nur für Wirkungen, sondern auch für Nebenwirkungen haben kann, dann kann einem die Spritze wirklich einen Start ins Abnehmen erleichtern. Aber dann geht es auch darum, um die anderen Baustellen anzuschauen, um zu schauen, was sind denn Probleme, die darunter liegen, was möchte ich anpacken und bin ich bereit, um das Medikament wirklich auf lange, lange Zeit zu nehmen. Und für mich gibt es dann dort einen Fluch, wenn die Nebenwirkungen das ganze Leben überschattet. Also eben, wenn man sich, wie im Fall von Elena, jeden Tag übergeben muss. Es zeigt mir aber auch, wie gross der Druck auf dicke Menschen nach wie vor in unserer Gesellschaft ist. Habt ihr schon mal von dieser Spritze gehört oder den Hype gesehen auf TikTok oder auf einem anderen Social Media? Erzählt es mir doch gerne in den Kommentaren, wie ihr darüber denkt. Und falls ihr euch noch einen anderen Film zum Thema Abnehmen anschaut, dann empfehle ich euch den Reporter von Mona Fetsch. Und da ist noch eine andere Rec-Reportage.